Kernproblem bei dem Auskehren derzeit von November- und Dezemberhilfen bei uns im Land Schleswig-Holstein, aber nicht nur bei uns, ist die Tatsache, dass wir von den etwas über 8000 Anträgen nach einem Vorscoring, das die Bundesregierung vorgesehen hat, eine Einteilung bekommen in sogenannte, in den grünen Postkorb, in den gelben Postkorb und den roten Postkorb. Dahinter liegen bestimmte Themen, Kriterien, die der Bund festgelegt hat, die wir überhaupt nicht festgelegt haben und die dazu führen, dass man eben in einen solchen Postkorb hineinkommt. Und da befinden sich bei uns in Schleswig-Holstein in dem gelben und in dem roten Postkorb über 30% sämtlicher Anträge. Was bewirkt das? Das bewirkt zunächst, dass die Firmen, die solche Anträge gestellt haben, die in einem solchen Korb gelandet sind, zunächst mal erstmal gar keine Abschlagszahlung bekommen haben. Dann haben wir sie aufgefordert, bestimmte Unterlagen beizubringen, weil wir in diesen beiden Bereichen in eine sogenannte Vorprüfung eintreten müssen. Und dazu müssen dann durch die Steuerberater, die antragstellenden Dritten, bestimmte Dinge glaubhaft gemacht werden. Das heißt, dass wieder Dokumente abgefordert, die hochgeladen werden müssen, um es dann in der Antragsbearbeitung weiterzuführen. Und das ist extrem zäh in der Antragsbearbeitung. Deshalb haben wir uns, ich mich schriftlich letzte Woche, aber die Wirtschaftsministerkonferenz am letzten Donnerstag auch nochmal explizit an die Bundesregierung gewandt, um zu sagen, Leute, wir haben prüfende Dritte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die den Antrag absenden. Die haben ja schon einmal geprüft. Und wir müssen am Ende der Zeit, wenn abgerechnet wird, wenn die Schlussabrechnung kommt, das Ganze nochmal sauber prüfen. Es macht überhaupt keinen Sinn, zwischendurch jetzt noch in eine Vorprüfung bei 30%, über 30% der Anträge einzutreten, um hier noch zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung der Auszahlung zu kommen. Zumal das auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die prüfenden Dritten, massiv belastet. Und aus meiner Sicht eben wirklich unnötig ist. Der Bund ist bisher von dieser 30%-Regelung nicht abgegangen, obwohl auch die Wirtschaftsministerkonferenz einen entsprechenden Beschluss letzte Woche getroffen hat, hier mit den Quoten deutlich runterzugehen. Wir haben gefordert, dass das auf 10% Vorprüfungsverfahren runtergehen muss, weil wir ansonsten, und das jetzt insbesondere bei der Überbrückungshilfe 3, die ja jetzt erst noch ins Verfahren kommt, dass dies dann, wenn die entsprechende Anzahl wieder so hoch ist, für fast 40% der Antragsteller eine erhebliche, noch längere Wartezeit bedeutet. Und diese längere Wartezeit ist für viele, insbesondere im Einzelhandel, wirklich inzwischen existenzgefährdend. Das muss man einfach so sagen, weil hier geht es ja bei der Überbrückungshilfe 3 dann um Antragstellerinnen und Antragsteller, die teilweise Ersatzleistungen für November des Vorjahres beantragt haben. Es gibt auch eine gute Nachricht am heutigen Tag und die gute Nachricht heißt, der Bund hat uns gestern Nachmittag mitgeteilt, dass ab heute, ab dem heutigen Tage Anträge zur Überbrückungshilfe 3 gestellt werden können und dass in den nächsten Tagen dann eben auch mit ersten Abschlagszahlungen auf die Überbrückungshilfe 3 gerechnet werden kann. Wie gesagt, das geht um die Dinge, die dann gleich in die Kategorie Glühen fallen und wo dann Abschläge in einer Größenordnung bis zu 100.000 Euro geleistet werden können für jeden Monat. Das heißt auch für die Monate, für die beantragt wird, ist es gegebenenfalls auch dann für November, Dezember und Januar zusammen etwa sind es Abschlagsgrößenordnungen, die sich bis auf 300.000 Euro erhöhen können. Das ist jetzt eine teilweise gute Nachricht, weil in Wahrheit hat das Ganze viel, viel zu lange gedauert. Ich glaube, das ist ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche im Landtag von allen Parteien durchaus gleichlautend kommentiert worden. Diese Form der Antragstellung erst jetzt ist viel zu spät, aber sie kommt jetzt wenigstens und ich bin guten Mutes, dass dann heute hoffentlich das System auch stabil läuft, sodass Anträge zur Überbrückungshilfe 3 dann ab heute gestellt werden können und die entsprechenden Abschlagszahlungen dann auch in den nächsten Tagen beginnen können. Wenn Sie mir einen Gefallen tun, dann würden Sie mit Ihren jeweiligen Parteien nochmal in Berlin erheblichen Druck darauf machen, dass die Vorprüfungsnotwendigkeiten deutlich reduziert werden. Das gilt insbesondere in die Richtung des Bundesfinanzministers, der da offensichtlich großen Wert darauf legt, weil die entsprechenden Missbrauchsdinge von ihm so hoch eingeschätzt werden, dass er darauf besteht, dass die entsprechenden Scorings beibehalten werden oder auch eine 30-prozentige Vorprüfungsquote. Wie gesagt, alle Wirtschaftsminister der Bundesländer haben sich dafür ausgesprochen, diese Vorprüfungsquote abzusenken, um das Verfahren zu steuern. Die Frage des Kollegen Richard bringt mir auch dazu, weil ich
glaube, gesehen zu haben, dass eine entsprechende Formulierung wieder in dem SPD-Antrag für morgen im Landtag da drin steht, nach dem Motto, das Land soll doch mal einfach dann in Vorleistung gehen und einspringen. Und eine entsprechende Forderung hat ja auch ein IHK-Präsident am letzten Donnerstag nochmal erhoben. Das würde ich in Wahrheit liebend gerne tun. Es würde nur einen Wahnsinn an Bürokratie bedeuten, denn wir wissen überhaupt nicht, bis wir für das sogenannte Fachverfahren freigeschaltet worden sind, wer einen Antrag gestellt hat und in welcher Höhe. Wir können dementsprechend auch nicht auf blauen Dunst irgendwelche Vorschussleistungen gewähren, weil wir gar nicht wissen, wer was beantragt hat. Erst wenn wir für das Fachverfahren freigeschaltet werden, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses und der Investitionsbank Zugriff auf die entsprechenden Daten. Das heißt, wir müssten ein neues Antragsverfahren einführen, um Vorschüsse auf geleistete oder demnächst zu leistende Überbrückungshilfe oder Novemberhilfezahlungen leisten zu können. Das würde dem Bürokratiewahnsinn endgültig zum Durchbruch verhelfen, meine Damen und Herren. Deshalb ist meine herzliche Bitte da auch nochmal bei der Antragstellung für allfällige Anträge für morgen darauf zu achten, dass man jetzt, also klingt ja wohlfeil nach dem Motto, das Land möge bitte in Vorleistungen gehen. Aber in welche Vorleistung soll ich gehen, wenn ich nicht weiß, wer was beantragt hat? Wie gesagt, es wäre ein zusätzliches Antragsverfahren erforderlich, das neben dieser Fülle von Programmen, die ich ja vorhin aufgelistet habe, noch ein Programm obendrauf wäre. Und es ist zweitens aus meiner Sicht auch total unnötig, denn um eine Überbrückungsfinanzierung hinzubekommen, also eine Vorschuss heißt ja sowas wie, ich schieße etwas vor, also ein Darlehen zu gewähren, für ein solches Darlehen haben wir genau den Härtefonds ja eröffnet. Der Härtefallfonds ist auch für eine Überbrückungsfinanzierung gegebenenfalls nutzbar zu machen. Und er kann, weil er in den ersten zwei Jahren zins- und tilgungsfrei ist und weil wir keine Vorfälligkeitsentschädigung nehmen, wenn er vorfristig zurückgezahlt wird, quasi wie eine kostenlose Überbrückungsfinanzierung genutzt werden. Das müsste dann allerdings über die Hausbank jemals angeschoben werden. Und deshalb, ehrlich gesagt, lieber Kollege Richard, bin ganz dankbar für die Frage. Es ist einfach schlicht und ergreifend nicht machbar, ein solches zusätzliches Antragsverfahren einzuführen, beziehungsweise es wäre machbar, würde aber die Bürokratie oder dem Bürokratiewahnsinn endgültig zum Durchbruch verhelfen. Und deshalb werden wir das nicht tun, um das hier ganz deutlich zu sagen. Insbesondere deshalb nicht, weil wir ja jetzt mit dem Stand heute auch die Anträge zum Thema Überbrückungshilfe offensichtlich beim Bund entgegennehmen können. Welche Voraussetzungen liegen vor, um in welchen Postkorb zu fallen? Ich bitte um Verständnis, dass ich das in öffentlicher Sitzung nicht sagen kann, weil mir das der Bund auch verbietet vom Grundsatz her. Ich sage mal nur, dahinter liegt ein bestimmtes Scoring. Das Scoring bedeutet, erfüllen bestimmte Anträge bestimmte Voraussetzungen nicht, oder gibt es bestimmte Themen dabei? Also die Höhe machen bestimmte Scoring-Punkte aus, die Höhe der Anträge. Dann, ich sag mal, eine IBAN-Angabe von eines ausländischen Kontos führt sofort zur Umleitung in Kategorie Rot, weil man da Fraud-Verdacht hat, also Betrugsverdacht annimmt. Ja? Oder aber andere Dinge spielen dabei eine Rolle. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Beispiele, das findet oft statt bei uns, das Thema verbundene Unternehmen. Stellt ein Antragsteller mehrere Anträge, werden sie automatisch nicht mehr in der Kategorie Grün landen, weil derselbe Antragsteller für mehrere Unternehmen mehrere Anträge gestellt hat und die Wahrscheinlichkeit oder der Bund annimmt, dass deshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit für verbundene Unternehmen vorliegt, für die nur ein einziger Antrag gestellt werden darf. So, das sind so alles so Kriterien, ich umreiße die jetzt mal nur so, die dazu führen, dass solche Anträge in die Kategorien Gelb oder Rot wandern. Wie gesagt, das können wir nicht beeinflussen, weil das Scoring des Bundes vorgibt. Ich kann vertraulich gerne versuchen, muss ich jetzt fragen, ob wir das von den Bedingungen her dürfen, gegebenenfalls dem einen oder anderen nochmal in vertraulicher Runde zu sagen, was da auch alles an Kriterien da ist. Bitte aber um Vergebung, das kann ich in öffentlicher Runde nicht machen, weil das würde Tür und Tor öffnen, dass man weiß, wie man bestimmte Scoring-Themen umgeht. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. So viel zu dem Thema Postkörbe und unterschiedliche Scorings.
Und dann, Herr Höll, weiß ich nicht, wo Sie mich zitiert haben wollen, dass ich gesagt hätte, dass die Spitzabrechnung für die Solo-Selbstständigen möglich wäre. Das habe ich jedenfalls nach meiner Erkenntnis nie gesagt, ganz im Gegenteil. Ich habe immer gesagt, dass die Spitzabrechnung, das Fachverfahren für die Solo-Selbstständigen, für die Novemberhilfe noch immer nicht eröffnet ist, weil wir an die Anträge im Fachverfahren noch immer nicht rankommen. Gegensatz zu den prüfenden Dritten. Da haben wir die Bearbeitung, ich weiß jetzt nicht genau, vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen ungefähr aufgenommen. Da war aber das Problem, dass wir zu diesem Zeitpunkt eben gerade nicht in der Lage waren, weil der Bund uns den Zugang zur Abrechnung der Solo-Selbstständigen, also der Direktantragsteller, nicht gewährleisten konnte, sodass wir bis heute, Stand jetzt, mein Stand, jedenfalls war es richtig am letzten Freitag, das müsste ich nachfragen, ob es heute immer noch so ist, aber so war es bis letzten Freitag jedenfalls, dass wir immer noch nicht im Fachverfahren die endgültige Bearbeitung der Anträge von Direktantragstellern bei der Novemberhilfe vornehmen können. Das ist auch am letzten Donnerstag in der entsprechenden Schalter mit dem Wirtschaftsministerium nochmal thematisiert worden. Man arbeitet fieberhaft daran, wie man uns sagt, das Problem zu lösen, damit wir da endlich in die Endbearbeitung eintreten können, bis jetzt konnten. Unbürokratisch und schnell geht anders. Das muss man einfach sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ein MPK-Beschluss vom 28. Oktober, denn das ist der Lockdown, Teil-Lockdown für die Novemberhilfen und Überbrückungshilfe, 3 Themen der mittelbar betroffenen Unternehmen gewesen, 28. Oktober des Vorjahres. Dass man dann, wenn man heute am 10. Februar des darauf folgenden Jahres in der Lage ist, Anträge dazu zu stellen, dort Entschädigungsleistungen zu bekommen, dann kann von schnell keine Rede sein. Und unbürokratisch, das ist nun wirklich, also da muss ich sagen, Frau Hagedorn sitzt im Bundesfinanzministerium. Sie weiß, welche Vollzugshinweise und welche Verwaltungsvereinbarungen neben den ganzen Termsheets wir hier unterschreiben müssen, damit wir die Abwicklung übernehmen können. Die Vollzugshinweise für die Novemberhilfen oder die Überbrückungshilfen 3, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, haben einen Umfang von über 50 Seiten. Und teilweise werden dann eben auch Dinge vorgenommen, nur um es mal an einer bestimmten Stelle plastisch zu machen. Es wird in Berlin sehr positiv vermeldet, und das ist ja auch ein Entgegenkommen an bestimmte Einzelhändler, dass Abschreibungen auf Saisonware möglich sind und diese Abschreibungen auf die Saisonware dann als Fixkosten angesetzt werden dürfen, um sie zu erstatten. Das Problem ist, dass man für die Abschreibung dieser Saisonware ein ansonsten stabil und überall gültiges Thema im Steuerrecht, nämlich die sogenannten Teilwertabschreibungen, die da gängige Praxis sind. Dafür gibt es Tabellen, da kann man dann Wertminderungen und so prognostizieren. Das kann man alles, hätte man alles anwenden können. Das wird aber nicht gemacht, sondern es wird ein neuer Weg der Abschreibungsszenarien kreiert, der total kompliziert ist und von dem die Steuerberaterinnen und Steuerberater mir sagen, dass sie ihn kaum nachvollziehen können. Vor allem, weil sie Wertminderungen ja nur schätzen können. Man weiß ja nie, zu welchen Werten man dann gegebenenfalls so eine Saisonware später nochmal veräußern kann. Und das sei alles im freihändigen, luftleeren Raum. Wir haben auch dieses in Berlin adressiert, aber unbürokratisch, das muss ich mal ganz deutlich sagen, unbürokratisch geht anders. Es ist durchaus sehr bürokratisch. Das haben auch alle 16 Wirtschaftsminister aller Bundesländer in einem Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz am letzten Donnerstag noch mal festgestellt.